Musa sagte zu seinem Herrn, mit deiner Macht hast du Adam erschaffen und ihm die Seele eingehaucht. Und die Engel ließt du vor ihm Sajda machen. Ins Paradies hast du ihn eintreten lassen. Seine Reue hast du akzeptiert. Wie kann er dir für all diese Güte danken? Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu ihm, O Musa, es war hinreichend von Adam, dass er sagte, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Musa fragte, O Herr, wenn ein Diener sagt, Ja Rab, während er sich im Gebet verbeugt, was sagst du ihm? Allah sagte, ich sage ihm, ich bin hier, O Diener. Musa fragte, und wenn er es sagt, während er zu Boden geht? Allah sagte, ich sage ihm, ich bin hier, O Diener. Musa fragte, und wenn er es sagt, während er sündigt? Allah sagte, ich sage ihm, hier bin ich, hier bin ich. Allah der Erhabene berichtete Musa, dem Sohn von Imran a.s., über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, während er die Tora erhielt. Und Musa sagte zu seinem Herrn, mein Herr, ich sehe, dass in der Tora geschrieben ist, dass ein Volk existieren wird. Wenn ein Bissen ihren Magen trifft, vergibst du ihre Sünden, weil sie ihr Essen mit Bismillah beginnen und mit Alhamdulillah beenden. O Allah, lass es mein Volk sein, mein Herr. Allah sagte zu Musa, ja Musa, es ist das Volk von Muhammad. Musa sagte zu seinem Herrn, O Herr, ich sehe in den Tafeln geschrieben, dass ein Volk existieren wird. Wenn einer von ihnen dabei ist, eine Sünde zu begehen, aber sie nicht begeht, aus Angst vor dir, dann vermerkst du es für ihn als gute Tat. Lass es mein Volk sein, ja Rabb. Allah sagte zu Musa, ja Musa, es ist das Volk von Muhammad. Und Musa sagte, O Herr, ich sehe in den Tafeln geschrieben, dass ein Volk existieren wird. Wenn einer von ihnen dabei ist, eine gute Tat zu begehen, sie aber nicht begeht, dann vermerkst du es für ihn als gute Tat. Und wenn er sie begeht, wird sie als 10 gute Taten vermerkt. Oder sogar bis zu 700 gute Taten. Lass es mein Volk sein, ja Rabb. Allah sagte zu Musa, ja Musa, es ist das Volk von Muhammad. Und Musa sagte, mein Herr, lass mich vom Volk von Muhammad sein.